Welcome back zu einem neuen Sandro Smith Vlog. Wie schon gestern in meiner Insta-Story angekündigt, bin ich heute mit der Legend Antonio Di Gurke unterwegs. Ciccoloni. Wir sind auf dem Weg in die Lenzer Heide. Wir sind heute wieder am Skibiken. Besser gesagt, ich bin am Skibiken. Antonio probiert sein neues Snowboard aus. Wir sind recht warm. Wir haben 7 Grad an der Kur. Der Föhn geht. Wir sind hier in Antonio seinem Van. Für Antonio seine Verhältnisse sieht der Van auf jeden Fall schon mal recht geil aus. Snowbike haben wir auch da. Ich habe jetzt noch den Marshguard, den Mudguard und die Kettenführung auch weggenommen, weil ich gedacht habe, in Zukunft fahre ich sicher ein bisschen mehr Skibike. Jetzt auf dem Weg ins Bike Kingdom. Wir haben vorher alles im Time-Rap gefilmt. Das muss ich alles nochmal sagen. Antonio, stell dich doch schnell vor für die Zuschauer. Wer bist du? Vitali! Tommy Cioccoloni! Also, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme von Graubünden. Ich sehe aus wie Afrikaner. Ich bin aber kein Afrikaner. Wie Kubaner. Fast das Gleiche. Das ist nicht rassistisch, das ist einfach eine Tatsache. Ich arbeite in Chur als Versicherungsberater. Also falls ihr mal einen Versicherungsberater im Bus haben, könnt ihr also wieder einen Bus kommen. Ich verkaufe euch alles. Alles! Tutto quanti! Ich kann euch sogar noch Zuschläge machen, wenn es auch noch mehr. Immer so schön sagen in der Versicherungsbranche, du musst jemanden so schnell über den Tisch ziehen, dass durch die Wärme, die entsteht, das Gefühl hat, das ist Liebe. Yes, okay, genug Werbung von dieser Seite. Antonio, mega crazy Typ. Ich habe ihn kennengelernt, als er noch in Rezüns gewohnt hat. Er wohnt gefühlt jedes Jahr so anders. Auf jeden Fall geht er richtig crazy ab auf dem Velo. Wir machen viel zu wenig zusammen, er fährt auch viel zu wenig Velo in letzter Zeit. Er ist jetzt da mehr seinen anderen Hobbys am Nagen. Wenn ihr das wollt, seht, go check his Instagram out. Verlinkt unten. Auf jeden Fall hat er richtig crazy drauf auf dem Velo. Flatspin, Superman Seat Grab, richtig extended, Truck Drivers. Weiß ich, was noch alles macht auf dem Velo. Richtig crazy. Wir müssen auf jeden Fall in Zukunft mehr zusammen machen. Das kann ich bis sehen. Der Antonio wohnt unter anderem ab April auch fulltime in diesem Van drin. Da muss noch ein bisschen etwas gemacht werden, glaube ich. Sieht auf jeden Fall schon mal recht sick aus. Und dann sind wir beide Fulltime Vanlifer. Müssen wir dann unbedingt einmal Roomtours machen in dem Van? Von meinem, von deinem, gegenseitig? Wir machen uns gegenseitig. Na, 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 na. Parkplatz ist leer, Wetter ist scheiße und wenn ich mal nicht in meinem eigenen Bus unterwegs bin, habe ich alles vergessen. Und da ist der Marc! Na, 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 na. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Lift. Ich musste unterdessen noch schnell müssen auf die Kur runter, die Steckachs holen. Die habe ich nämlich auch vergessen und die Hälfte vom GoPro-Equipment. Aber ja, jetzt sind wir wieder da. Wir sind wieder auf dem Lift. Wir sind wieder auf dem gleichen Lift wie letztes Mal. Stetzer Täli anstatt Charmoin eigentlich haben wir geplant. Ja, da hat es dafür den Snowpark. Da gehen wir sicher noch mal ein paar Mal über die Schanze. Ja, probieren wir. Gut. Ja. So, wir sind oben angekommen, wir sind gerade mal da in den Snowpark rein. Der Antonio ist da etwas Neues am Ausprobieren. Also fahre ich gerade immer mal nach. Hallo! Mach so, es ist kalt! Hui! Hui! Yeah! Die Abfahrt gemacht. Die Bedingungen sind heute einiges schwieriger als letztes Mal. Irgendwie muss ich
viel mehr Druck auf die Kante geben, dass es irgendwie mag bremsen. Es ist viel, viel schwieriger als letztes Mal. Auf jeden Fall. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Lassen wir es bei dem, ja. Ich habe unten vor dem Lift habe ich meine Schlaufen wieder weggenommen. Sie haben es ein bisschen blöd hier am Lift. Ja. Ich musste das Velo angebunden haben und ich habe es voll nicht gecheckt. Und jetzt hier oben am Lift haben sie mir nochmal gesagt, ich muss das Velo nur auf dem Lift angebunden haben, mehr auf der Piste nicht. Und ich habe immer gedacht, es ist umgekehrt. Ich muss es auf der Piste angebunden haben und auf dem Lift nicht. Ja, haben wir wieder etwas gelernt. Und ich auch. Ride, Robert. Yeah. Das erste Mal so ein grosser Sprung für mich. Ich weiß einfach noch nicht, wie genau abspringen, so mit der Kante und so. Darum, in der Luft ist immer so sketchy, wegen links und rechts wegkippen. Keine Radrotation. Ja, ja, vielleicht ist es auch da. Sir! Geil! Ich hoffe, das hat gut ausgesehen. Ich hoffe, ihr seht überhaupt etwas in dem Whiteout. Soll ich noch einen coolen Trick machen? Ja, mal Trick! Juhu! Wetter ist nicht so geil, aber es ist recht warm. So 20:20, wir fahren noch ein paar Runs. Let's go! Also jetzt geht es schon viel besser mit der Piste. Ich habe mich jetzt ein bisschen an den Schnee gewöhnt. Geht es schon viel besser zum Kurven machen, zum Bremsen. Ich traue mich schon viel mehr zum Laufen lassen. Man macht so schnell Fortschritt. Es macht richtig Spass. Jetzt habe ich mir noch den Chesty montiert, machen wir noch ein paar andere Camera Angles. Und ja, fahren wir einfach noch ein paar Runs. Gonna be sick! Camera Angles. So, für alle, die sich wundern, was ich da für einen Mount habe, dass ich die Kamera an der Gabel kann montieren kann, das ist da der von GoPro, ist recht geil, recht massiv. Ich kann da auch die Platten oben drauf so drehen, in fast stufenlos. Und jetzt, ich wollte eigentlich die Kamera da unter den Helm nehmen, aber dann sieht man fast nichts, weil ich kann sie zu wenig weit aufnehmen. Für Dirt Jump ist es gut, aber für da jetzt nicht. Darum tun ich sie jetzt auf den Lenker, so, und hoffe, das ist auch gut. Wow! Boah, jetzt hat es mich fast abgerührt, ich habe die Welle nicht gesehen. Es ist geil, wenn man die ganze Piste für sich alleine hat. Kann man surfen, bis der Lenker fast am Boden ist. Juhu, ist das geil! Boah. Darum können auch die Packs hochklappen, weil man so tief abliegt. Boah, da werde ich schnell. So, und wieder zurück ins Snowpark. Jo, das war sick. Hey, zurück im Snowpark, es windet recht. Ich sehe nicht, wo die Landung ist, wo der Absprung ist, aber ich gehe einfach mal drüber. Holy shit! Ich sehe einfach nichts, alles ist weiss. Das wäre es leider auch schon wieder gewesen. Es hat so Spass gemacht, es war so lustig gewesen. Es war ein bisschen etwas anderes gewesen heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es hat mega Spass gemacht, ein bisschen andere Bedingungen gewesen heute. Danke vielmals für den Support von euch. Ich schätze das wirklich sehr. So viele neue Followers. Ich hoffe, ich kann euch entertainen. Danke für all die coolen Kommentare. Es freut mich auch. Wenn du Nacktbilder von uns haben willst, dann bitte unten im Link. Sind wir verlinkt. OnlyFans. Ich habe genau gewusst, dass irgendwas an Scheiß kommt. Hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinn, peace out und bis zum nächsten.